Ja, hallo Jana, schön, dass du da bist. Ja, hallo Rainer, guten Morgen. Guten Morgen. Ja, dann sag doch mal, mit welchem Thema bist du gekommen? Ja, ich bin mit dem Thema gekommen, weil ich jetzt bei meiner letzten Beziehung das ganz deutlich gemerkt habe. Ich habe richtig Beziehungsangst. Also es geht schon länger so, dass ich Beziehungen eingehe. Meistens geht es sehr schnell und sehr glücklich und irgendwann bekomme ich einfach Ängste und laufe davon. Und dann denke ich, der Mann ist einfach nicht der Richtige. Und ja, das ist so eine Spirale, die hat sich einfach wiederholt. Ich bin auch schon in Therapie deswegen. Und ich möchte diese Ängste einfach gerne auflösen, weil es mein größter Wunsch wäre, jetzt endlich mal auch eine längere Beziehung zu leben. Genau, und also mir ist schon klar, dass das in meiner Kindheit eigentlich angefangen hat. Und ja, der Wunsch ist sehr groß eben. Wie meinst du das in Kindheit angefangen? Ja, ich hatte einfach keine richtige Bindung in meiner Kindheit. Also meine Mutter hat, als ich 5 Jahre war, einen Selbstmordversuch gemacht, ist aus dem Fenster gesprungen. Und von dieser Zeit wurde ich dann 2 Jahre einfach immer mal wieder rumgeschubst. Oma, Opa, Tante, Onkel, neue Tante. Also wer halt gerade Zeit hat, der hat mich mal genommen und ja, ich war da mehr oder weniger erwünscht und hatte eigentlich nie so eine richtige Bindung. Also zur Mutter speziell meinst du jetzt? Ja, zu meinem Vater hatte ich auch keine Bindung. Also mein Vater Okay. war aus dem Krieg gekommen, aus dem Russischen, war sehr traumatisiert und ich habe eigentlich auch nie Papa zu ihm gesagt. Also ich habe den eigentlich auch total ausgeklammert. Der war sehr cholerisch und sehr wütend oft. Und ja, als Kind hat er mir Angst gemacht. Okay. Und die waren wie lange verheiratet dann, deine Eltern? Meine Eltern, die waren zusammen, bis sie gestorben sind. Damals gab es ja keine Trennungen oder so. Also meine Mutter hat unter Depressionen gelitten. War sehr viel beim Arzt, hat mir oft sehr viel die Schuld gegeben, wenn ich irgendwas angestellt hat. Jetzt bin ich wieder schuld, dass sie in Depressionen gefallen ist. Und also es war so eine ziemlich ungute Situation. Also ich habe mich nie richtig wohl gefühlt zu Hause. Okay. Und die Eltern leben natürlich nicht mehr, ne? Nein, die sind beide schon Okay. gestorben. Und du sagtest jetzt, mit 5 Jahren war ja der Suizidversuch der Mutter. Genau. Wieso bist du nicht beim Vater gewesen? Der musste ja arbeiten Ach so. und der war natürlich mit der Situation überfordert. Ich hatte noch einen 7 Monate alten Bruder, der kam zu einer anderen Tante und der durfte da dauerhaft bleiben, ein paar Jahre. Und ich habe halt immer so meine Plätze gewechselt. Also ich war dann im letzten Jahr, das war mein Kindergartenjahr, in 3 oder 4 verschiedenen Kindergärten und wurde halt immer rumgeschoben. Und ich glaube, Wochenende hat mein Vater mich gehabt oder also das kann ich mich nicht mehr genau erinnern. Also ich denke, da war jetzt von Bindung nicht viel. Und die Mutter war dann wo? Im Krankenhaus oder? Die hat sich die Beine sehr kompliziert gebrochen bei dem Versuch und war dann auch lange in der Psychiatrie. Ach Also so. die kam erst wieder, als ich in der 2. Klasse war. Also ich denke, ich war 1,5 bis 2 Jahre getrennt. Okay, das ist natürlich eine lange Zeit, ne? Von 5 bis 7, Ja, so 5 bis 7 etwa, ne? genau. Und dann war sie ja da, ne? Und dann mit 7, 8 oder war sie ja wieder da, Dann war sie wieder da, aber sie war einfach immer die kranke Mutter, auf ne? die Okay. ich eigentlich als Kind Rücksicht nehmen musste, dass sie sich nicht aufregt, dass ich musste mich sehr anpassen, dass die Mama da zufrieden war mit mir. Ja. Und der Bruder war dann wieder zurückgekommen oder war Der der? kam erst, als er in die Schule kam, wieder zurück, Ah, der okay. Bruder. Weil mein Vater wollte eigentlich schon kein zweites Kind und der wollte ihn eigentlich gar nicht mehr haben. Und der war eben bei seinem Bruder. Und da hatte er ihn eigentlich gerne belassen wollen. Aber die Mutter hat dann um ihn gekämpft und so kam er auch wieder in unsere Familie. Ah, okay. Und sag mal, Beziehung dann zum Vater, wie würdest du die beschreiben? Ja, das war eine ganz komische Beziehung. Also,
Ich kann mich erinnern, ich war mal auf Kinderholung und habe dann an die Mama geschrieben und die Erzieherin hat mich gefragt, ob ich denn keinen Vater hätte. Also ich habe dem nicht geschrieben, also ich habe den irgendwo ausgeklammert, den Vater. Also wir hatten so keine richtige Kind-Vater-Beziehung. Okay. Eine Frage nochmal zum Vater, beziehungsweise zur Mutter. Hat es auch Gewalt gegeben dir gegenüber? Also bist du geschlagen worden vom Vater oder von der Mutter? Nee, das nicht, aber angeschrien und ich weiß, wenn ich geschrien habe, hat er mir manchmal den Mund zugehalten und solche Sachen. Also richtig geschlagen, nicht. Also Also kann ich mich nicht erinnern. die haben rumgeschrien. Ja, also der hat einfach, ich hatte Angst vor Männern in dem Alter. Ich habe noch Bilder gehabt, da kam der Onkel zu Besuch und ich habe geweint. Und also ich hatte mit Männern überhaupt Probleme. Ja, aber hat dann irgendwann dich da mal geschlagen? Nein, Nee, nein, das nicht. nie, nein. Cool, und dann, als du jetzt dann erwachsen geworden bist, hast du dann irgendwann mal geheiratet? Ja, ich habe geheiratet. Ich habe mit 20 meinen Ehemann kennengelernt. Wir waren 24 Jahre zusammen. Und das war schon auch eine Beziehung. Also ich habe mich da auch sehr angepasst an die Beziehung. Ich hatte auch große Verlustangst bei ihm. Aber es könnte ihm irgendwas passieren und ich würde wieder allein dastehen. Also das Gefühl hatte ich sehr oft. Und ich habe dann so das Gefühl gehabt, wir haben dann noch ein Haus gebaut. Irgendwo bin ich dann aus meiner Kinderweste rausgewachsen und habe dann gemerkt, so geht's nicht mehr. Und bin so, habe versucht, mir aufzustehen. Also ich war so immer die brave Frau, das brave Kind. Und dann haben wir auch gemerkt, dass wir natürlich sehr anecken. Und dann haben wir noch so 3 Jahre gehabt. Und dann war ich nochmal in Therapien, habe gemerkt, ich möchte mich trennen. Ich muss aufstehen. Ich muss selbstständiger werden. Ich muss mal gucken, was ist mein Leben. Und wann war das, die Trennung? Die Trennung war 2001. Ah, so lange schon, Genau. 2001. So lange ist die schon Also her. 22 Jahre jetzt. Ja, genau. Und die Zeit war schon auch wichtig. Also ich habe mich selber kennengelernt, habe so meine eigenen Projekte und auch im Job mein eigenes gemacht. Und das lief eigentlich ganz gut. Nur mit den Beziehungen lief es einfach nicht. Also ich wünsche mir seitdem immer wieder einen Partner, aber ich merke einfach, da klemmt es einfach. Okay. Und hast du denn jetzt in den letzten 22 Jahren dann irgendwelche Beziehungen gehabt? Ja, ich hatte schon Beziehungen, aber die waren alle sehr kurz. Okay. Das geht ein paar Wochen und dann merke ich plötzlich auch, mir wird es zu eng oder es ist doch nicht der Richtige. Und also da, ich denke mir immer, also und jetzt bei der letzten Beziehung habe ich jetzt eindeutig gemerkt, halt, stopp, da passt jetzt was nicht. Das bin ich, ja. Das ist gar nicht der Mann. Da bin ich und mir gehen dann die Gefühle auch plötzlich weg. Ich kriege dann totale Angst, habe keine Gefühle mehr für ihn und habe das Gefühl, ich muss jetzt Schluss machen. Also Gefühle schon, aber dann eben Angst. Ich habe Angst und die Angst überlagert eigentlich dieses Liebegefühl, was ich eigentlich dem Mann gegenüber habe. Und dann habe ich so, diese Angst ist so stark, dass ich denke, ich muss da einfach wieder raus. Und ich muss mich davon befreien und also so irrational. Und das ist eigentlich mein Grund, was ich sage, diese Angst möchte ich auflösen. Ich meine, ich denke, ich habe es schon im Bewusstsein, dass das meine Angst ist und dass das gar nicht zu dem Mann gehört. Aber wie löse ich das auf? Das ist die Ja, schauen wir Geschichte. mal. Schauen wir, dass wir heute da ein bisschen für dich was tun können. Ja. Die Frage, das Klopfen, kennst du das? Ja, das kenne ich, das EFT, Okay. ja. Mache ich selber auch. Auch Genau. mit deinen Videos habe ich schon gemacht und habe ein Buch von dir. Okay. Ja. Super. Da muss ich das also jetzt nicht lange erklären, MET. Ich arbeite mit dir heute nur mit diesem Punkt hier unterhalb der Schlüsselbeingelenks, Ja. ne? Dass du hier diese beiden Punkte nimmst mit Ja. und Zeigefinger so, dass du die klopfst. Und du hast ja jetzt mal zu über die Männer geredet und erzählt und deine Ängste da. Kannst du denn jetzt aktuell da was abrufen? Also dass du sagst, okay, wenn ich da jetzt dran denke, da kommt irgendwie eine Angst hoch im Hinblick auf Männer, kannst du das abrufen? Ich kann es jetzt abrufen und sagen, ich habe im Moment eine Angst, eine Beziehung einzugehen, weil ich Angst habe, ich zerstöre das wieder.
Okay, dann nehmen wir mal den Satz, du fängst damit an und sagst, meine Angst, Meine Angst, eine Beziehung einzugehen, ne? eine Beziehung einzugehen und diese wieder zu sabotieren mit meiner Angst und sie wieder in den Sand setzen. Zu sabotieren. Okay. Während du klopfst, achte darauf, ob sich der Satz verändert, ob die Angst sich verändert, die Formulierung sich verändert und die dann entsprechend anpassen. Ich habe Angst, wieder eine Beziehung zu beenden. Ich Zu habe beenden. Angst. Angst, sie zu beenden. Ja, und ich habe Angst, dass ich es nicht schaffe, Nähe zuzulassen. Dass ich habe Angst, dass ich mich nicht so einlassen kann. Ja, das macht ja, die Formulierung macht irgendwie keinen Sinn. Angst, mich nicht dass ich mich nicht einlassen kann. Das, für mich würde sich das so eher anhören, Angst davor, mich einzulassen. Ja, Angst, mich Angst, mich auf den einzulassen. Mann einzulassen. Angst, mich auf den Mann Vielleicht einzulassen. Ich versucht habe das mal. Angst. Ich habe Angst, mich auf den Mann einzulassen. Und da kommt dann so eine Angst, dass ich dabei untergehe oder Ja, nimm dass. das, denn wenn die Formulierung jetzt sich ändert, dann nimm das. Meine Ja, Angst, dass ich untergehe, ja, nimm das mit. Angst, dass ich untergehe, dass mich wieder was erdrückt. Ne, erdrückt ist ja nicht was, sondern der Mann. Ja, oder dass es mir zu eng wird Ja, guck, was jetzt ist. Nicht, dass du aus der Erinnerung jetzt klopfst, sondern was ist jetzt akut die Angst? was ist jetzt die Angst? Genau, das ist wichtig, das ist, was jetzt ist. Nicht, was damals war, wenn du dich, bevor du dich getrennt Ja, hast. das ist so eine Angst, so in die Enge getrieben zu werden, so. Von einem Mann. Ja. Dann formulier es auch mal so: meine Angst, von einem Mann in die Enge getrieben zu werden. Meine Angst, vor einem Mann in die Enge getrieben zu werden. Vielleicht auch diese Angst, mein Ich zu verlieren. Ne, nicht vielleicht. Spüre Ja, nur nach. ist meine Angst, mein Ich selbst zu verlieren, meine Authentizität zu verlieren. Okay. Vielleicht nicht ganz so stark klopfen, etwas sanfter klopfen, brauchst nicht so stark. Okay. Okay, und spür nach, deine Ängste überprüfen. Ja, das ist so in die Ecke getrieben zu werden. So etwas kommt Also da. Angst, von einem Mann in die Ecke getrieben zu werden? Ja. Okay, nimm mal deinen Satz. Ich habe Angst, vor einem Mann in die Ecke getrieben zu werden. Mich selbst zu verlieren. Na, zwei Sachen jetzt. Einmal in die Ecke getrieben zu werden Ja. und dich zu verlieren. Mich zu verlieren. Und guck, was du da konkret mit meinst, mit diesem in die Ecke getrieben zu werden. Mach das konkreter, Angst da. Dass ich sehr klein werde. Nee, das macht keinen Sinn. Macht keinen Also Sinn. du hast ja Angst vor einem Mann. Ja. Einem Mann. Was könnte der machen? Was meinst du mit ihm, dass er dich in die Ecke treibt? Das hört sich ja Dass immer. er so viel stärker ist wie Ja, genau. Ja, gut. Ja, genau. Okay. ich. Dass ich sehr klein neben ihm bin. Dass ich nicht gleich groß bin. Nee, scheint es ja nicht zu sein. Sonst, das ist immer Ja. deutlich, die Angst davor, dass er dich in die Ecke treibt, weil du dich Ja. sehr klein fühlst. Ja. Okay, das hört sich ja an, so wie du es formulierst, dass der Stärke ist, dass es hier um eine Angst letztlich vor Gewalt geht. Möglich, ja. So wie du es formulierst, dass der Stärke ist, dass der irgendwie was antun könnte. So hört sich das für mich an. Dass er einfach mehr Macht hat. Jo. Ja. Ja. Ja, hat er ja auch. Es ist ja nur Männer sind immer stärker. Ja. Dann bleib bei diesem Bild. Der Mann ist stärker, hat mehr Macht, treibt mich in die Ecke. Ja. Guck, was darum geht es ja, die Angst offensichtlich, dass von dem Mann irgendwas kommt. Der füllt so mehr Platz aus wie ich. Ja, bleib bei der Angst und löst die auf. Und ich fühle mich sehr klein dabei. Ja, wie alt fühlst du dich da? Ja, wahrscheinlich wieder wie 5. Okay. Bleib dabei.
Ja, ich fühle mich wie ein kleines Kind. Okay, bleib dabei. Das ist ja, letztlich ist das ja auch die Angst des kleinen Kindes, nicht die der Ja, Frau. genau. Genau, und darum geht es, die Angst jetzt des kleinen Mädchens, der kleinen Jana aufzulösen. Genau, da kommt das kleine Mädchen, das einfach Angst hat Ja, okay. und keine Bleib. Chance sieht, da rauszukommen. Okay, nimm das. Nimm das. Ich habe Und meine Angst, keine Chance da rauszukommen. meine Angst, da nicht mehr rauszukommen. Gut. Und nimm diesen übermächtigen Mann vor dir. Stell dir den vor. Du kleines Mädchen, 5. Der Mann ist Ja. viel stärker, hat mehr Macht. Ja. Schreib dich in die Ecke. Da treibt mich in die Ecke und ich bin ganz klein und ich habe keine Macht. Ja. Ich bin ausgeliefert. Du bist ausgeführt. Ich bin ausgeliefert. Und achte auf deine Gefühle dabei. Ja, das treibt mir eine Enge in die Brust. Ja, Enge ist ja Angst immer. Achte auf die Angst. Ja, Angst ist in meiner Brust. Ich kann ganz schwer atmen. Okay, gut. Ja, es zieht mir den Hals zu. Okay, gut. Und achte auf das Gefühl, das Angst. Ja, es ist Angst und Druck. Okay. Ja. Und dann nimm, da formulierst du meine Angst im Hals. Meine Angst und mein Druck in meinem Vor Hals diesem Mann. vor dieser Beziehung zu Ja. diesem Mann. Nee. Du kannst natürlich Angst haben, dass dieser Mann übermächtig dich da in die Ecke drängt. Dass der Mann einfach viel mehr Macht hat wie ich Ja, und wo hast du Angst vor diesem Mann? Was kann der dir tun? Spür einfach nach. Du bist 5. ich habe keine Entscheidungsfreiheit. Nee. Nein. Nee, eben. Ich bin Du ausgeliefert. bist ausgeliefert. Exakt. Ja, Genau. das ist das Du bist. Hauptgefühl. Ich bin diesem Mann ausgeliefert. Ich komme da alleine nicht mehr raus. Ja, dich an die Ecke getrieben. Ja, genau. Und guck, was das auslöst noch. Angst vor dem, was er mir antun könnte. Guck, was da kommt. Ja, das ist einfach eine totale Angst, ein totaler Druck, da nicht mehr rauszukommen. Gut, nimm das, meine Angst, hier nicht mehr Meine Angst, rauszukommen. hier nicht mehr rauszukommen. Es ist so massiv da. Ne, es ist ja sehr So. bedrohlich, ne? Das hört sich ja Ja, sehr also ich bedrohlich fühle mich an. sehr bedrohlich, genau, Ja. das passt. Ich fühle mich total bedroht. Bedroht, genau. Eine richtige Gefahrensituation und diese Bedrohung Gut. Und macht achte. mich machtlos, hilflos, ohnmächtig. Gut. Ich habe keine Chance. Genau. Und achte auf dein Gefühl. Es ist schwer, das. Dann guck, ob da noch Ängste sind oder andere Gefühle, ob da noch vielleicht eine Trauer ist oder ein Ärger ist. Alles abchecken. Was ist da noch an Ärger. Gefühlen? Der Vorstand, der ist so ein übermächtiger Mann vor dir, der dich bedroht. Ja, das ist diese Hilflosigkeit ist da, diese Okay, dann nimm das nochmal, meine Hilflosigkeit. total meine Hilflosigkeit gegenüber dem Mann. Gut. Ich fühle mich hilfesuchend, aber da ist niemand da. Nee, bist ganz allein mit dem. Ja, bin ganz allein damit, Ja, ja. ja. Achte drauf, welches Gefühl noch hochkommt. Das ist eigentlich nur der Druck und die Angst. Ja, okay, löst die Angst So auf. Wut habe ich jetzt und Nö. ja. Okay. Ja, ich frage nur nach. Kann ja sein, dass du auch Ja. wütend bist, dass er dich so bedroht in die Ecke drängelt. Ja, vielleicht schon etwas wütend, ja. Also wenn ich so jetzt klopfe, ist da schon auch eine Wut da, dass der natürlich mich da so bedrängt. Ah, okay. Ja, Gut, das dann spüre ich jetzt formuliere. auch. Ja, sehr gut. Dann Ich habe formuliere. Wut Ich habe auf Wut. den Mann, dass der mich so bedrängt. Ja, nimm das, meine Wut auf den Mann. Meine Wut auf den Mann, mein Ärger auf den Mann, Sehr gut. meine Ohnmacht, Ne, bleib bei dem Ärger. mein Ärger auf diesen Mann, der mir sowas antut. Genau, sehr gut. Genau. Am besten guckst du in Richtung dieses Mannes und das ist mein Ärger auf dich, dass du mir sowas antust.
meinen Ärger auf dich, dass du mir sowas antust. Gut. Ich möchte frei sein. Gut, dass du mich hier so in die Ecke Dass drängst. du mich so in die Ecke drängst. Ich möchte entkommen. Ja, achte auf deine Gefühle. Erstmal den Ärger noch auflösen. Ärger auf diesen Mann, dass der das, Mein Ärger auf diesen Mann, dass der der mir so seine, nahe kommt, genau, seine Macht missbraucht, im die Prinzip stärker Macht ist. missbraucht und für stärker ist wie ich und ich keine Chance habe, da rauszukommen. Genau, also mein Ärger auf dich. Mein Ärger auf dich, meine Wut auf dich, Ah, dass du mir gut. so nahe kommst, Gut, sehr gut. dass du mir keinen Freiraum lässt. Gut. Sehr gut. Genau. Versuch noch mehr die Wut ruhig mehr zuzulassen. Meine Wut auf dich, meine extreme Wut auf dich, Gut. Sehr gut. Extreme Wut. meine extreme Wut auf dich, dass du mich nicht auslässt. Dass mich nicht rauslässt. Ja. Dass du mich dominierst. Ja, gut. Ja. Gut. Meine extreme Wut auf dich. Ich mag dich nicht. Genau. Genau. Ich mag das nicht. Ich Genau. möchte davonrennen. Genau, ich mag das nicht, was du da machst. Ich mag das nicht. Ich hasse das. Genau. Gut. Achte noch auf diese Wut oder Ärger, ob da noch was ist, auf diesen Mann, dass er dich so bedrängt und in die Ecke treibt. Ja, es ist Wut und Ärger und auch ein Stück Hass dabei. Gut, okay, mein Hass auf dich. Mein Hass auf dich, mein Hass auf dich, dass du mich so in die Ecke drängst. Gut. Mein Hass auf dich. Ich Sehr hasse gut. dich. Sehr gut. Achte auf deine Gefühle. Guck dir diesen übermächtigen Mann nochmal an, der dich bedroht, in die Ecke treibt, der dir Angst macht. Guck, was da noch an Gefühlen ist. Das ist immer noch ein bisschen Angst da. Okay, dann nochmal Ja. meine Angst, meine restliche Angst vor dir. Meine restliche Angst vor dir, dass du mich so in die Ecke drängst. Meine Gut. restliche Angst vor dir. Ich mag das nicht. Ich mag dich nicht. Okay, gut. Mein Ärger auf dich, Gut. dass du mir sowas antust. Meine starke Wut auf dich, Gut. dass du mich nicht liebst. Auch gut. Ja. Nee, das stimmt, das tut derjenige nicht. Der liebt dich da nicht, wenn er dich so Nein, der bedroht. liebt mich Nein, nicht. Nein, nein. ich habe das auch gespürt und ich konnte ihn auch nicht zurücklieben. Ich hatte einfach nur Angst. Und guck, wie es jetzt ist. Geht nicht um, wie es war, sondern wie es jetzt fühlst. Guck ihn dir an. Guck ihn an. Ist da noch Wut? Ich fühle mich gerade etwas größer. Ah, du wirst größer. Ah, Ich gut. werde gerade größer. Ja. Gut, sehr, sehr schön, Ich sehr schön. fühle mich gerade größer. Ich Ah, bin. du wächst. Ah, Ich gut. wachse gerade Ah, sehr schön. und spüre, der kann mich gar nicht mehr so viel. Das ist ein ganz gutes Gefühl, wenn ich wachse. Klar, Ich logisch. fühle mich gerade stärker. Ja, richtig. Ich hatte eben so Und rausgehört, als würdest du deinen Vater da sehen. ja, ich glaube schon. Ja, guck ihn ruhig nochmal an. Mach die Augen ruhig wieder zu. Das ist gut. Ja. Lass die Augen zu und stell dir vor, und du bist gewachsen. Ich wachse, ich habe jetzt mehr Macht, ich kann mir mehr Platz nehmen, ich kann ihn zurückdrängen. Genau.
Ja. Wie alt bist du denn jetzt, wenn du weggewachsen bist? So 18. Jetzt bist du 18. Ja, so Ah, würde ich schon gut, ja, sagen. sehr Bin gut, sehr gut. schon Oh, ein Stück dann gewachsen. bist du jetzt schon richtig groß, so wie du normal auch bist, Ja, lebensgroß. und kann mich dagegen stemmen und kann mir den Platz nehmen und kann auch sagen, was ich nicht mehr möchte. Auch wenn ich ihn nicht liebe. Ja, die Liebe ist nicht da. Nö, darum geht es momentan erstmal nicht. Ja. Es geht nur darum, dass du die Angst oder Ärger oder Wut auflöst. Guck da nochmal, ob das. Kann mir den Platz nehmen. Ich nehme mir meinen Raum, den ich brauche. Das heißt, du kannst ja jetzt auch Stopp sagen, ne? Ja, ich kann Stopp sagen, ich Ja, du kann kannst Nein sagen. sagen. Kann Ich Nein kann sagen. Stopp und Nein sagen. Ja. Es Genau. ist ein gutes Gefühl, also es befreit mich in meiner Brust, in meinem Atem. Okay. Ich kann wieder besser atmen. Sehr Und gut. ich kann, ja, er geht ein Stück zurück. Ich habe meinen Freiraum um mich herum. Ah, gut. Ich fühle mehr Freiheit und. Okay. Guck ihn dir nochmal an. Was hast du zu ihm früher gesagt? Vater? Oder was hast du ihm gesagt? Ich habe gar nichts zu ihm Gar gesagt. nichts. Okay. Nein. Guck, ob du jetzt noch was sagen möchtest ihm. In Richtung geh weg oder Vater, geh weg oder lass mich in Ruhe. Oder. Papa, lass mich in Ruhe. Okay, dann nimm das mal den Satz, Papa, lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Ich lebe jetzt mein eigenes Leben. Gut. Lass mich in Ruhe. Ich lasse mir keine Angst mehr machen. Gut. Ich habe also, Ja. ich hab keine Angst mehr vor dir. Ich habe keine Angst mehr vor dir. Ich bin groß. Ja. Ja, guck ihn dir an. Hast du noch Angst vor ihm? Nein. Jetzt? Ah, okay. Ich habe keine Angst mehr vor ihm. Perfekt. Also er schaut immer noch böse und ich mag sein Gesicht nicht, aber ich kann mich davon etwas distanzieren. Gut. Und er darf nicht mehr in mein Feld kommen. Ah, sehr gut, genau. Ja. Okay. Das kannst du ja auch steuern. Ja. Ich brauche Abstand von ihm. Sehr gut. Ich kann ihn nicht mehr ertragen. Wie weit ist er von dir entfernt, wenn du ihn so anguckst? Wie weit weg ist er so? So 1 Meter auf jeden Fall. Meter. Und schieb ihn mal auf 2 Meter weg. Okay, Zwei oder es drei ist. Meter, dass er da sitzt oder steht, Ja, es ist schon wesentlich besser, dass er wenn er weiter weg weiter ist. weg ist und dann habe ich mehr meine Luft um mich und meinen Freiraum und kann einfach ich sein. Ja, okay, bleib ja erstmal bei den 2, schieb ihn mal auf diese 2 Meter und guck, wie sich das anfühlt jetzt. Ja, da ist jetzt eine Grenze da. Ah, gut. Da ist eine Grenze da und ich kann Stopp sagen und er muss da stehen bleiben. Gut. Sehr schön. Ja, und es ist für mich viel leichter. Okay. Gut, schauen wir, ob da noch irgendein Gefühl ihm gegenüber ist. Also scan nochmal ab, ist da Ärger, Trauer, Angst, Wut. Ja, es ist auch eine Trauer da, Okay, dann lösen wir weil die ich nochmal hätte auf. mir immer gerne einen Vater gewünscht, einen liebevollen Vater, wie die anderen Kinder eben auch hatten. Okay. Und das macht mich schon traurig, dass ich das eigentlich gar nicht hatte. So ein Vater, an den man sich hätte mal anlehnen können oder der einmal in den Arm nimmt. Und Ja, genau. das hätte ich mir sehr gewünscht. Also da ist jetzt schon also so eine Trauer und eine Sehnsucht da. Okay. Gut, mach mal Folgendes. Mach nochmal die Augen auf und setz dir den Vater 2, 3 Meter entfernt auf den Stuhl auf der anderen Ja, Seite des Raums. okay. Und dann löst jetzt nochmal die Trauer auf. Meine Trauer, dass ich. Nee, Meine Trauer. guck ihn dabei an, die Augen auflassen. Jetzt lass mal die Augen auf. Und dann löst die Trauer. Meine Trauer, dass ich so einen liebevollen Vater nicht gehabt habe. Meine Trauer, dass ich so einen liebevollen Vater nie gehabt habe. Meine Trauer, dass ich so einen liebevollen Vater nie hatte. Meine Trauer darüber. Dass du nie ein liebevoller Vater zu mir gewesen bist. Dass du nie ein liebevoller Vater zu mir gewesen bist. So, ja. Augen auflassen, Ja, es fühlt sich besser an. ne?
Meine Trauer, dass du nie ein so liebevoller Vater zu mir gewesen bist, warst, genau, zu gewesen mir warst, bist. genau, mich nie mal liebevoll Meine in den Arm Trauer, genommen hast. dass du mich nie in den Arm genommen hast, dass wir nie gekuschelt haben, dass wir nie liebevoll zusammen waren, dass ich mich nie geborgen gefühlt habe als Kind. Genau. Meine Trauer, dass ich immer Angst hatte vor dir Ja. und auch später vor anderen Männern eben auch, ja. Eben, na klar. Meine Trauer. Ja. Trauer. Ja, die Trauer ist schon da. Ja, die Es lösen wir jetzt ist, auch auf. Ne? Die, ja, ne? Schön auflösen, die Angst, die Trauer, die Trauer. dass du nie so ein liebevoller Vater für mich gewesen bist. Meine Trauer, dass du nie ein liebevoller Vater für mich gewesen bist. Lass die Augen auf. Erst nimmst du mal die Brille ab und guckst ihn ohne Brille an. Ja, er tut mir jetzt irgendwo leid. Ja. Okay. Er konnte nicht anders, das weiß ich auch. Er konnte nicht anders. Okay. Schau mal, tut mir leid, ist sehr häufig Verachtung. Versuch mal, ob du dann Zugang kriegst. Meine Verachtung für dich. Meine Verachtung für dich. Augen auflassen. Augen Was du auflassen. nicht anders konntest. Okay. Ich verachte dich. Ja, ich verachte ihn auch. Ja, gut. Und löst die Verachtung. Weiß, er konnte nicht anders, aber meine Verachtung ist Verachtung, genau. da. Meine Verachtung, dass er mit mir so umgegangen ist. Dass du mit mir so umgegangen bist, tut. Meine Verachtung, dass du mit mir so umgegangen bist. Sehr gut. Sehr gut. Eine Verachtung, dass du so mit mir umgegangen bist, ganz genau. Dass du so ein Mann, so ein Vater gewesen bist. Meine Verachtung, dass du so ein Vater gewesen bist. Meine Verachtung, dass wir keine glückliche Familie waren. Ja, das passt da mit Das der ist Verachtung es. nicht. Okay. Das wäre eher wieder eine Trauer, also Verachtung vielleicht eher, dass du so ein schwacher Vater warst. Meine Verachtung, dass du so ein schwacher Vater warst. Passt das? Ja, das passt. Okay. Dass du so ein schwacher Vater warst. Meine Verachtung. Ja, das passt. Das passt, ne? Also die Verachtung bezieht sich meistens Ja. auf eine Schwäche. Ja. Sehr gut. Genau. Und löst die Verachtung auf, dass du die Verachtung für dich auflöst. Das ist wichtig, weil sonst kriegen das andere Männer ab. Okay. Ja, ich löse die Verachtung auf, oder? Du glaubst aber, meine Verachtung Meine Verachtung für für dich, dich, meine Vater, Verachtung für für dich. dich, Vater, dass du kein liebevoller Vater warst. Genau. Ich verachte dich immer noch. Ja. Ja. Etwas weniger stark klopfen, etwas zarter. Sehr gut. Guck ihn an und guck, ob noch Verachtung da ist. Es ist wichtig aufzulösen, weil, wie gesagt, sonst überträgst du das auf andere Männer. Die kriegen dann die Verachtung ab. Ja, meine Verachtung für dich. Es ist besser geworden. Ah, gut. Ja. Ist noch irgendwie ein Rest von Verachtung? Vielleicht ein kleines bisschen Oh, gut, noch, dann ist schon noch da. meine restliche Verachtung für. Meine restliche Verachtung, Papa, für dich, dass du so ein schwacher Vater warst. Ja. Meine restliche Verachtung für dich, dass du so ein schwacher Vater warst. Gut. Sehr gut. Okay, guck ihn dir an, überprüf, check deine Gefühle nochmal ihm gegenüber. Ist noch irgendwas an Trauer, Ärger, Angst? Ja, es ist schon noch etwas Ärger vielleicht da. Okay, dann Auch den Rest Ärger, Ärger nochmal. dass meine Kindheit so schlecht war. Das ärgert mich, Nee, weil er. dann bist du ärgerlich auf dich. Dass Da deine bin ich auch Kindheit, mein okay. Ärger auf dich, dass du mir so eine schlechte Kindheit beschert hast, das würde. Mein Ärger auf dich, dass du mir so eine schlechte Kindheit beschert hast. Jo. Mein Riesenärger auf dich, dass du mir so eine schlechte Kindheit beschert hast. Gut.
mein Ärger. Gut. Korrekt, komm ihn an. Genau, mein Ärger auf dich, Papa, dass du mir so eine schlechte Kindheit beschert hast. Mein Ärger auf dich, Papa, dass du mir eine so schlechte Kindheit beschert hast. Mein Ärger auf dich. Dass du mir nicht den Schutz Dass du mir nicht den Schutz geboten hast, den ich geboten gebraucht hast, hätte. den ich gebraucht hätte. Mein Ärger auf dich, dass du mir nicht den Schutz geboten hast, den ich so dringend gebraucht Den ich hätte. so dringend gebraucht hätte, genau. Ja, das ist ein guter Satz. Mein Ärger auf dich, dass du mir nicht den Schutz geboten hast, den ich so dringend gebraucht hätte. Ja, denn dafür ist ein Vater da. Denn dafür ist der Vater, denn Genau. dafür wärst du da gewesen. Genau. Dem kleinen Mädchen Schutz zu geben, den Kindern Schutz zu geben, ja. Ja. Und das hat er nicht getan. Nein. Das ist Ärger, klar. Berechtigter Ärger. Denn du hast deinen Job als Vater nicht gemacht. Denn du hast deinen Job als Vater nicht gemacht, nicht gut gemacht, Nicht gut gar gemacht. nicht gemacht, gar nicht gemacht. Und du hast deinen Job als Vater nie gemacht, gar nicht gemacht. Genau. Ja, guck, ob da noch ein Ärger jetzt ist, darauf. Ärger, dass du deinen Job als Vater nicht gemacht hast oder so schlecht gemacht hast. Und restlicher Ärger vielleicht noch. Ja, okay, perfekt. Rest beim Also restlichen Ärger, ein ja. restlicher Ärger auf dich, weil du deinen Job als Vater nicht gemacht hast und mir keine Geborgenheit gegeben hast, die Gut. so dringend gebraucht hätte. Sehr gut. Mein Ärger auf dich, dass du deinen Job als Vater so schlecht gemacht hast und mir nie das gegeben hast, was ich so dringend gebraucht hätte. Genau. Puh. Ja, gut. Super. Ja, guck ihn dir nochmal an. Überprüf nochmal, ist noch irgendwas an belastendem Gefühl ist da, Ärger, Trauer. Also ich fühle mich jetzt so gleich groß, das ist schon mal Gut. ganz gut. Gut. Sehr schön. Also ich bin genauso groß wie er. Sehr schön. Ja. Sehr schön, sehr schön. Genießt das, ja? Ja, das ist gut. Ich fühle mich fast sogar größer. Gut, Ja. gut, gut. Also das kleine Mädchen ist nicht mehr, das ist jetzt Sehr groß schön, sehr geworden. schön, sehr Genau. schön, sehr Ja. schön. Genau, jetzt ist eher mehr die erwachsene Frau, ne? Ja, Ja, gut. Gut, ist noch irgendwas bei ihm jetzt? Kannst du überprüfen, ist noch irgendwas? Ja, ich denke, er schämt sich auch, aber das ist ja sein Gefühl, Das oder? ist, da hast du nichts mit zu tun, ja. Habe ich Ja. nichts damit zu tun. Ich muss jetzt einfach auf mich gucken. Genau, es geht darum, dass du deine negativen Gefühle auflöst und was er da macht, das ist, geht dich nichts an. Das ist seine Baustelle. Ja. Sehr gut, ja. Also ich möchte jetzt einfach positiv Männern gegenüber sein. Ja, ich meine, du hast ja gemerkt, in dem Augenblick, wo du mit dem Vater noch, wo du noch negative Gefühle hast, Ja. kriegen die anderen Männer natürlich genau das alles ab, weil du gewisserweise bisher mal deinen Vater geschont hast. Ja, und jetzt hast du aber deinen Vater mal sozusagen fokussiert und hast ihm gesagt, okay, mein Ärger, meine Verachtung, meine Trauer, meine Angst vor dir. So, und jetzt, wo du das aufgelöst hast, Ja. wirst du die Männer ganz anders sehen müssen. Du kannst sie nur anders sehen, weil sie sind jetzt für dich nicht mehr, können nicht mehr bedrohlich sein, weil das ist ja eine Sache, die du vom Vater auf die Männer übertragen hast. Genau, ja. Also es Ne? war mir schon irgendwo klar, aber doch nicht klar. Also wenn der Mann dann da war, war es mir im ersten Moment nicht klar, weil dann so schlimme Gefühle kamen einfach. Ist doch klar, da reagiert das fünfjährige Mädchen bisher in der Vergangenheit. Ja. Immer das, wenn du einem Mann begegnest, das fünfjährige Mädchen, die Führung gehabt. Ja, So. und dann ordne ich mich auch unter Ja, und dann sagst du nicht Stopp, du ziehst keine Grenzen und fühlst dich in die Ecke gedrängt. Ja, klar. ja, Ja. genau. Ich meine, wenn du dir jetzt, das, was ich den letzten Mann vorstellst oder Männer vorstellst, Ja. was löst das noch aus? Die Vorstellung, jetzt eine Beziehung zu einem Mann einzugehen. Kommt da jetzt noch irgendwas? Also ich würde mich, glaube ich, gleich groß fühlen und ich weiß ja, ich kann Stopp sagen, ich kann Nein sagen, ich Genau. kann für mich, ich kann ja handeln, ich bin ja frei, ich kann mich jederzeit entscheiden, was für mich wichtig ist und es auch ausdrücken. Und guck mal, noch ein ganz wichtiger Punkt, Jana. Die Geborgenheit,
Und den Schutz, den du von deinem Vater nicht bekommen hast, den kannst du dir jetzt bei einem Mann holen. Den Schutz und die Geborgenheit, die du als Frau brauchst, wo du eine Sehnsucht Ja, danach hast. Du hast ja eine Sehnsucht, genau. du hast Ich ja habe vorhin gesagt. Sehnsucht nach dem Ganzen, ganz Ja, klar. natürlich, jede Frau hat Sehnsucht danach. Und du hast Sehnsucht danach, unter dem Schutz des Mannes zu sein, unter der geborgen zu sein bei dem Mann. Ja. Ja, und das kannst du jetzt. Weil jetzt, bisher wolltest du das im Prinzip eher vielleicht vom Vater haben, aber ging ja nicht. So. Aber jetzt geht es darum, jetzt bist du eine erwachsene Frau. Du bist jetzt Ja. 5. Und jetzt kannst du dir die Geborgenheit von einem Mann holen. Ja, das wäre schön. Ja. Ja, das wäre richtig schön, wenn ich das genießen könnte und das auch zulassen kann. Wo sollte da jetzt noch das Problem sein? Ja, ich konnte es bisher schon am Anfang zulassen, aber irgendwann, wenn es zu nah wurde, dann kam der Punkt, wo ich ausgebrochen bin. Genau, das war bisher. Weil dann Ja, das natürlich war wieder bisher. die Fünfjährige die Führung übernimmt und sagt, oh nee, Ja. nee, nee, Panik und nee. Ja. Genau, und jetzt ist ja eine andere Situation. Bis jetzt eher innerlich gereift, ne? Die erwachsene Frau, die jetzt guckt, wo sind meine Bedürfnisse? Und die kann ich auch Und die ausdrücken. kann ich dann ausdrücken. Und ein Bedürfnis ist zumindest, ich möchte einen Mann haben, wo ich mich geborgen fühle, der liebevoll mit mir umgeht, ne, wo ich den Arm nehmen kann, der mir Schutz bietet. Ja. Ne, das ist ja ganz tiefes Bedürfnis letztlich von dir als Frau, von allen Frauen. Ja, das war jetzt eben ganz schlimm, weil ich wollte das, aber ich konnte es nicht leben. Und wo ich das jetzt gemerkt habe, dass ich so eine Angst da habe, dann denke ich, um Gottes Willen, wie kriege ich die denn weg? Das geht ja gar nicht. Und somit muss ich mein Leben lang allein verbringen, weil ich ja immer alles wieder zerstöre. Und hinterher tut es mir natürlich leid, Klar. aber ich wollte auch an die letzte Beziehung jetzt nicht mehr ran, weil ich gedacht habe, dann geht es ja wieder so. Ich kann ja den Mann nicht immer verletzen. Also mir tut dann der Mann auch leid. Naja, Ich sehe klar. eigentlich, dass der zurückgestoßen wurde und der weiß gar nicht warum. Nee, Also nee, das. klar, die Männer können das natürlich nicht nachvollziehen, ist ja klar. Vielleicht können wir noch eine Sache mal überprüfen für dich. Und zwar, ich arbeite gerne auch mit Wahlsätzen, sogenannten Ja. Wahlsätzen. Das heißt, dass man so guckt, okay, bisher hattest du Angst vor Männern und hast sie weggestoßen. Und was möchtest du gerne oder wie hättest du es gerne? Wie würdest du das formulieren? Was ich gern für eine Beziehung hätte. Nee, wie du das Ich in Bezug auf würde Männer gern hättest. liebevoll mit Männern sein. Ah, okay. Ich würde denen auch eine Chance geben wollen, oder wie soll ich sagen? Kurze Frage, kannst du das Telefon eben Ja, abstellen? Moment. Ne? Okay. Okay, gut. Also ich würde jetzt einfach gern auch selber was in die Beziehung reingeben. Okay, lass uns das mal in so einem Wahlsatz formulieren. Also im Sinne von, ich wähle ab sofort. Ja, also wie hättest du es gerne? Du hast gesagt, liebevoll mit Männern Ja. umgehen oder wie war das? Ja, ich möchte liebevoll mit Männern umgehen. Ich möchte auch mich in die Beziehung einbringen. Okay, umzugehen. Ich gucke mal eben, liebevoll mit Männern Ich umzugehen. möchte eine Verbindung erleben. Mich einbringen, genau. Ich notiere mir das erstmal und gucke mal, ob wir da einen schönen Wahlsatz finden. Mich einbringen. Ah, guck mal, ich hätte eine Idee. Du hast ja vorhin gesagt, bisher war ja immer so eine Angst vor Männern, ne? Ja. Wir können das ja umdrehen, dieses positiv formulieren, indem wir sagen, okay, ich wähle ab sofort, Männern gegenüber voller Vertrauen und Zuversicht zu sein. Das ist gut. Also Vertrauen ist ja im Prinzip das Gegenteil von Angst, ja? Ja. Und deswegen wäre so das Beispiel, okay, ich gehe in das Positive. Ich möchte ab sofort in Beziehung zu Männern vertrauensvoll, ja, voller Vertrauen und Ja. Liebe zu sein. Das ist vielleicht ganz gut. Ja, das wäre sehr gut. Okay, dann versuchen wir das mal zu formulieren. Also der Satz wäre dann, du klopfst mal hier die Punkte wieder und sagst eben, ich wähle ab sofort Ich wähle ab sofort Männern gegenüber Männern gegenüber voller Vertrauen voller Vertrauen und Liebe zu sein. und Liebe zu sein.
Wie fühlt sich das jetzt an? Überprüf das erstmal. Ich Ich bin wähle ab sofort absolut Bennern gegenüber vertrauensvoll, voller Vertrauen voller Vertrauen und Liebe zu sein. und Liebe zu sein. Guck, wie sich Das der fühlt Satz sich anhört. gut an. Okay. Fühlt sich gut Hört an. sich gut an. Okay, da fangen wir mal an, Anfang der Augenbraue zu klopfen und du sagst den Satz. Anfang der Augenbraue hier, da, an der. Ja, Nee, Anfang der Augenbraue. Da, da, genau. genau. Ich Ich wähle wähle ab ab sofort sofort Männern Männern gegenüber gegenüber voller voller Vertrauen Vertrauen und und Liebe Liebe zu zu. sein. Okay, seitlich vom Auge. Ich Ich wähle wähle ab ab sofort. sofort Männern gegenüber voll Vertrauen und Liebe zu sein. Unterm Auge. Ich wähle Wähle ab ab sofort sofort Männern gegenüber Männern gegenüber voller voller Vertrauen Vertrauen und Liebe und zu sein. Liebe zu sein. Unter der Nase. Ich wähle ab sofort Männern gegenüber voller Vertrauen und Liebe zu sein. Unter der Ich Lippe. wähle ab sofort Männern gegenüber voller Vertrauen und Liebe zu sein. Und nochmal die Nierenpunkte. Ich wähle ab sofort Männern gegenüber voller Vertrauen und Liebe zu sein. Und letzter Satz, du klopfst auf die Thymusdrüse, hier, ne? Und sagst den Satz, ich bin Jana Ich bin Jana und wähle ab sofort und wähle ab sofort Männern gegenüber Männern gegenüber voller Vertrauen, voller Vertrauen und Liebe Liebe zu zu sein. sein. Okay. Noch Ich einmal. bin Jana Und ich wähle ab sofort und wähle ab sofort Männern Männern gegenüber. gegenüber voller Vertrauen und Liebe zu sein. Perfekt. So, und spiel mal nach. Wie fühlt sich das jetzt an? So ein bisschen Angst ist noch drinnen, Sehr schön. aber sonst ist es gut. So ein Dann, ganz cool. bisschen Angst habe ich gerade Okay. noch gespürt. Gut, die lösen wir nochmal auf. Dann gucken wir mal das bisschen Angst. Fokussieren nochmal drauf. Was ist das? Klopf nochmal Nierenpunkte. Was ist die Angst? Das bisschen Angst. Mein bisschen Angst. Wovon? Mein bisschen Angst, Männern gegenüber vertrauensvoll und voller Liebe zu Ah, sein. okay. Gut, dann löst das nochmal auf. Meine Angst, Männern gegenüber voller Vertrauen und Liebe zu sein. Meine restliche Angst, Männern gegenüber voller Vertrauen und Liebe zu sein. Gut. Ja. Gut. Wie ist es jetzt? Ja, es fühlt sich warm an. Also es Warm. ist ein liebevolles Gefühl, ja. Gut. Schön. Genießt das, ja. Ja, doch. Ja, das Ja. ist, Ja, guck mal, so also ein es ist ein gutes Gefühl. gutes Gefühl. Guck mal, Ja. weil so kriegst du genau das, was du dir wünschst, was du an Bedürfnis hast, nämlich ja. Einen Partner zu haben, bei dem du dich wohlfühlst, der dich beschützt, bei dem du dich sicher fühlst, vor allen Dingen. Genau. Ja, das ist das, was ich mir eigentlich sehr wünsche und Ja, also. das selber sabotiert habe im Grunde. Das ist offensichtlich Vergangenheit. Und du sitzt Ja. bisher viel, offensichtlich viel oder fast alles in dem Zusammenhang mit deinem Vater zusammen. Ja. Kannst mal sehen, ne? Was. Was so ein Vater anrichten Was so ein kann. Vater anrichten kann, exakt, ja. Ja. Genau. Und soll ich ihm auch vergeben? Ist das auch wichtig, dass ich ihm verzeihe? Eine Verzeihung, Oder? wenn vergeben, das kannst du gerne für dich nochmal alleine machen, dass du selber nochmal guckst, dass du nochmal so eine Art Vergebungssequenz machst. Das kannst du gerne machen, ne? Ja. Dass du, weißt du, wie es geht? Mit dem Klopfen eben Ja, auch. genau, mit dem Ja, Kopf, ne? also auch hier und Dass du ihm einmal nochmal vergibst. durchklopfen. Ja, genau, ich vergebe dir, dass du mir das angetan hast. Und dann klopfst du das nochmal, ganz genau. Ja, ansonsten würde ich sagen, ist doch die Sache jetzt rund, denke ich Rund mal. gelaufen, ja. Und rund abgeschlossen. Du, dir geht es jetzt soweit okay, keine Angst mehr. Nein, mir geht es gerade wirklich Okay. gut. Ich habe so Schön. das Gefühl, das Warme. Ich Toll. möchte voller Vertrauen und Liebe gegenüber Männern Schön. sein. Und Schön. ja, ich hoffe, ich habe es jetzt aufgelöst und kann in die Zukunft eine neue Richtung gehen. Sieht wohl so aus. Ja, also Toll. vielen, vielen Dank. Ja, Gerne, das, gerne. Ja, ja. toll. Ja, ich danke dir, dass du da warst. Ja, danke schön für alles und ich Ja. hoffe, dass bei dem Ganzen, das ist jetzt aufgelöst im Grunde, ja. Ja, So, das ja. kommt dann auch nicht wieder. Ja. Nein. Und wenn, Jana, du kannst immer wieder, wenn du in einer Beziehung zu einem Mann bist, kannst du immer noch mal gucken, ah, da kommt jetzt eine Angst wieder hoch, dann klopfst du noch mal deine Angst. Es dürfte aber nicht mehr so sein wie vorher jetzt. Okay, das Ja, kann ich dann selber das kannst du dann weiterklopfen. selber einfach bearbeiten. Da kommen Okay. immer in Beziehung immer noch mal so Ängste, Angst, mich wirklich komplett einzulassen, komplett Ja zu sagen. Aber das kannst du Ja. alles noch mal klopfen.
Okay, super. Ist eine tolle, tolle Sache, ja. Ja, schön, Ja, freut mich. vielen Dank für deine Arbeit und Gerne, dass ich da gerne. dabei sein durfte und das Gerne. ausprobieren durfte. Ja, vielen, vielen Dank. Ja, alles Also, Gute dir nach auch. Spanien. Ja. Auch Okay, dir dann danke und bis zum nächsten Mal, ne? bis zum Ja. nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.